Hallo und herzlich willkommen zu Basteln mit Nilem. Ich habe heute mein Lukas Aquarellpapier ausgepackt. Das habe ich mir mal vor ein paar Jahren gekauft, weil ich mir ja auch Gansai-Farben gekauft habe. Also das sind so japanische Farben, mit denen ich kolorieren wollte. Ja, aber dieses Papier möchte ich heute für was anderes benutzen. Denn in meinem letzten Haul habe ich euch diese Buntstifte vorgestellt, die mich ja sehr stark an die Woodies erinnert haben. Und ich hatte sehr viel Spaß beim Kolorieren von dem Stempelabdruck und auch bei diesem Spritzer machen damit. Und da dachte ich mir, wie wäre es, wenn wir einfach mal vielleicht zwei Karten damit basteln, mal schauen, wie viel es dann im Endeffekt werden. Das heißt, wenn ihr mitmachen wollt, braucht ihr auch solche Stifte. Also entweder ihr habt ja auch diese 3-in-1-Stifte vom Lidl gekauft oder ihr habt vielleicht sogar Woodies zu Hause. Und ihr braucht irgendein Stempelset eurer Wahl. Ich habe mich jetzt für dieses Stempelset entschieden. Das ist von Mama Elephant, heißt Honey Bunny. Ist schon ein bisschen älter. Aber ich habe sonst keine Hasenstempel. Ich habe auch noch ein Sammy Finn. Ich habe auch noch ein Sammy-Fim-Stempelset. Das werde ich mir vielleicht auch noch dazu holen mit einem Schaf drauf. Das würde auch zu Ostern passen, weil ich möchte Osterkarten machen. Genau, also genau, ich hole mal schnell das Sammy-Fim-Stempelset noch. Das ist dieses Stempelset von Sammy-Fim. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Und die hatte mal so eine Osterserie rausgebracht. Da habe ich mir auch dann das Designpapier von ihr gekauft. Oder besser gesagt, ich habe es geschenkt bekommen von meinem Mann, weil ich es unbedingt haben wollte. Und da gab es eben diese süßen Schäfchen. Und ich hätte auch noch gern das Set mit den Osterhasen. Vielleicht kann man das noch bei ihr bestellen, dann werde ich mir das noch holen, weil die fand ich auch total putzig. Und auf jeden Fall möchte ich das jetzt hier benutzen. So die zwei Sets. Und ich habe hier eine Tear-Off-Paper-Palette, also eine Seite, die man hier so rausreißen kann und da kann man sich dann die Farben anmischen, so wie man das gerne möchte. Oh, und ich zerreiße das jedes Mal irgendwie falsch. Aber okay. Ich habe mir auf jeden Fall mein Aquarellpapier zugeschnitten, sodass es die Größe hat von meinem Kartenrolling oder ein bisschen kleiner. Und auf diese Papiere werde ich jetzt stempeln. Also, was nehme ich denn für ein zuckersüßes Motiv? Ich glaube, ich will den hier. Der sieht so niedlich aus. Genau, das wird, glaube ich, eine Karte, die dann quer ist. Den setze ich mir jetzt mittendrin, glaube ich, oder? Oder vielleicht doch eher so seitlich. Genau, das ist dann mein Schäfchen. Und vielleicht möchte ich da dann vorne noch ein Schaf hinmachen. Ja, ich denke, ich will hier vorne noch eins hinmachen. Das, was ich hier benutze, ist von Nuvo. Das ist so ein Stempelreinigungstool. Auf der einen Seite macht man sich von Nuvo diese Reinigungsflüssigkeit drauf. Dann macht man sich hier den Stempel sauber und kann auf dieser Seite, wo es eben trocken ist, den Rest noch sauber machen. Genau, dann ist aber immer noch ganz viel Flüssigkeit drauf und deswegen muss man das dann nochmal auf einem Tuch alles abmachen, seht ihr? Und da könnte man jetzt auch ein Mikrofasertuch verwenden oder halt so Küchenpapier. Manchmal nehme ich dafür auch ein Feuchttuch, ja, weil es einfach noch sehr flüssig ist, was da immer drauf ist. Aber dadurch wird der Stempel schön sauber.
und dieses hier setze ich mir jetzt hier ganz vorne hin. Genau. Ja, alles, was jetzt nicht so ordentlich geworden ist, kann ich ja noch mit dem Feinliner nachmalen. Ich hätte das jetzt auch mit meiner Stempelhilfe machen können, aber ja, das möchte ich jetzt nicht. Ich wollte es jetzt einfach nur damit stempeln. So, als nächstes fangen wir mal an, die Farben so zu mischen, wie ich sie gern haben möchte. Jetzt muss man sich natürlich erstmal überlegen, welche Farbe man für das Schaf benutzen möchte. Man könnte es ja auch weiß lassen. Aber wir wollen ja ein bisschen kolorieren. Ich glaube, ich werde dieses Schaf so in lila Tönen anmalen. Vielleicht eins so ein bisschen in lila Ton und das andere so ein bisschen hellblau. Genau, so werde ich das machen. Genau, deswegen werde ich jetzt erstmal mir die Farben hier auftragen. Hier ist meine Lila und hier ist meine Blau. Dann nehme ich mir meinen Pinsel und verflüssige mir erstmal die Farbe. Und ich möchte das alles ein bisschen heller, deswegen werde ich auch noch ein bisschen Rot reinmischen. Dann habe ich hier ja schon einen helleren Ton und kann dann jetzt mit beiden Farbtönen arbeiten. Also, als erstes nehme ich mir den dunklen und male mir mal ein paar Umrisse aus. Sieht man denn alles? Ich schiebe mal die Palette auf die Seite, dass ihr auch wirklich seht, was ich mache. So, und ich mache das einfach irgendwie. Also, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich mache das einfach so, wie ich finde, dass es schön aussieht. Und möchte euch dazu ermutigen, einfach auszuprobieren und nicht zu sagen, ja, ich kann das nicht, ich bin nicht so gut darin, sondern einfach mal machen. Einfach mal trauen. Und so, wie man das. Und so klappt dann auch ein schönes Bild, finde ich. Wenn man sich es einfach mal ein bisschen zutraut. Und wie schön ist es denn, eine Karte zu bekommen, die jemand selber koloriert hat? Ich stelle mir das ganz toll vor. Und wenn ihr nochmal Farbe braucht, müsst ihr natürlich nur nochmal den Buddy nehmen und nochmal anrühren. Und dann hat man auch wieder Farbe. Wir haben ja in meinem Testvideo gesehen, dass es besser ist, die nicht am Bild selber die Farbe zu benutzen, sondern einfach. Also ich habe bei dem Testvideo gelernt, dass es besser wäre, die Farbe woanders aufzutragen und dann zu verflüssigen. Dann kann man auch besser damit arbeiten. Und weil es mir so viel Spaß gemacht hat, das zu kolorieren, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt damit eine Karte und warum sollte ich euch da nicht mitnehmen, wenn ich das mache. Genau, jetzt werde ich einfach ein bisschen mehr Wasser nehmen und das Ganze ganz flüssig machen. So, und gehe jetzt hier von der Farbe rein. Nur bei den dunklen Stellen mache ich das, dass ich hier nochmal reingehe. Und das wieder und die Farbe wieder rauslöse sozusagen.
Und wenn ihr mehr diesen Effekt haben möchtet von dunkel zu hell, dann geht ihr einfach nochmal hier rein. Also wir haben jetzt natürlich nicht mehr die Chance, die Farbe von hier anzulösen. Dafür müsste man das gleich machen. Man kann das eben auch so machen, indem man einfach dann immer da ein bisschen mehr Farbe reinmacht. Dann hat man auch diesen Unterschied von dunkel zu hell. Genau. So, und dann möchte ich die hellere Farbe, die ich jetzt hier mir angerührt habe mit Rot, jetzt hier reinmachen. Und wenn ich dann nur mit Wasser eben rübergehe, wird es automatisch heller. Das kann man sich auch so ein bisschen abtupfen. So. Und dann haben wir schon das Schäfchen. Und jetzt müssen wir uns noch überlegen, was wir denn noch für Details vielleicht beim Schäfchen machen. Ich möchte auf jeden Fall kleine Bäckchen. Dafür nehme ich mir jetzt nur Rot. Rühre sie mir so ein bisschen an. Verflüssige mir die und mache mir unter die Augen rechts so ein kleines Bäckchen. Ich glaube, da brauche ich ein bisschen mehr Farbe, damit das klappt. Einmal hier. Und einmal hier. Ja, das sieht ganz gut aus so. Und die kleinen Füßchen, wie machen wir die denn? Ich glaube, die möchte ich schwarz haben. So, dann haben wir unser Schäfchen ausgemalt. Ich finde das total süß geworden. Und jetzt möchte ich das zweite Schaf ausmalen. Da werde ich andere Farben verwenden. Ich denke, ich werde da mit Gelb und Grün arbeiten. Das heißt, erstmal nehme ich mir eine dunkle Grün. Ach nee, wir wollten ja mit Blau arbeiten. Das habe ich ja schon wieder vergessen. Aber vielleicht benutze ich die Blau dann doch für was anderes. Auf jeden Fall will ich mit der dunklen Grün erstmal so ein bisschen. So ein paar Umrisse wieder machen. Und wenn ihr dann mit Wasser wieder reingeht, dann könnt ihr das hier so alles verteilen. Können aber auch hier mit der Grün so ein bisschen reingehen. Das alles ein bisschen dunkler machen, das geht natürlich auch. Und dann vielleicht noch mit einer hellen Grün weiterarbeiten.
Das ist schon besser, wenn wir das hier auftragen. So, ja, mit der Grün gelingt mir das jetzt irgendwie nicht so gut wie mit den anderen Farben, merke ich gerade. Weiß nicht, woran es liegt. Ich denke, da muss ich wirklich in das Bild reingehen, um meine Schattierungen zu machen. Aber ich meine, das ist ja auch kein Problem. Da macht man das halt so. Und geht dann nur noch mit dem Wasser drüber. Und so sieht es dann ganz gut aus. Und dann möchte ich mit Gelb noch arbeiten. Mach mir Gelb rein, vermische das mit meiner Grün, dass es ganz hell wird. Und bemal damit Öhrchen. Ich möchte noch ein bisschen mehr Grün. Und dann nehme ich nur noch Wasser. Mache das alles ein bisschen heller. So, jetzt machen wir noch unsere kleinen Bäckchen wieder. Diesmal kann man es auch so machen. Seht ihr, was ich mache? Und dann kann man hier in diesen Punkt noch ein bisschen reingehen. So. Und das dann noch mal ein bisschen verblenden. Genau. Natürlich werde ich die Augen noch mit einem Feinliner dann nachmalen, aber ich finde, das Schäfchen ist auch total süß geworden. Wir haben ja noch eine süße kleine Nase. Der gibt mir vielleicht auch noch ein bisschen was, vielleicht orange. Vielleicht bemalen wir die in orange, aber dafür müssen wir das alles ein bisschen trocken machen. Dann haben wir noch das und die Füßchen können wir auch orange machen, würde ich sagen. So, dann haben wir die Füßchen.
und die Nase. Genau. Und jetzt, was ich jetzt machen möchte, ich habe ja hier mir meinen Blauton noch hingemacht. Den können wir uns jetzt auch ein bisschen mit Lila mischen. Dann wird er noch interessanter. Damit mache ich mir jetzt hier so einen Fleck hin, also so einen Hintergrund. Genau, und dann nehme ich mir meine Blautöne, nämlich das, was ich jetzt vorhabe. Dafür tue ich jetzt einfach mal mein Küchenpapier hier so drunter legen. Das, was ich jetzt vorhabe, ist, meine Blau, die dunkle, hier ganz nass zu machen und dann zu spritzen. Und wir versuchen, viel Farbe aufzunehmen, während wir das machen. Dann machen wir uns hier so kleine Spritzer hin. Ich hoffe, man sieht das auch alles, was ich mache. Genau, und da können wir natürlich jetzt mit verschiedenen Farben arbeiten. Ich denke, ich will hier noch ein paar Spritzer. Hier oben. Ja, das sieht schön aus. Dass wir so einen schönen Hintergrund haben. Und die Farbe. Die mache ich mir jetzt hier noch zu der Grün, die dunklere Farbe. Ach nicht, ich habe die helle Farbe genommen, ich habe gar nicht die dunkle genommen. Vermische die jetzt mit Grün und Gelb. Und mache mir hier jetzt auch so einen kleinen Fleck hin, vielleicht noch ein bisschen mehr Blau. Ich will auf jeden Fall ein bisschen mehr Blau als wie Grün. Mache mir jetzt hier so einen kleinen Fleck hin. Ja, das ist mir zu grün. Ich brauche mehr Blau. Sehe ich gerade. Genau, das ist das, wo der dann drauf sitzt. Und da müssen wir uns jetzt überlegen, ob wir jetzt den Blauton nehmen oder vielleicht, was würde denn jetzt farblich noch passen? Vielleicht mit der grünen ein paar Spritzer. Oder vielleicht sogar rot. Ich versuche es mal mit rot, aber ganz leicht. Okay, und dann noch die Gelb. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn da was ins Gesicht kommt von denen. Ja, ich finde, das sieht cool aus. Und ich möchte auf jeden Fall noch die Lila und auch Grün. Also ich werde da jetzt einfach mit ein bunte Spritzer machen. So, genau, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Das muss nicht sein, so grob.
Genau. Ich finde es total süß, wenn da so ein Hintergrund entsteht. Schaut's mal. Und wir dann noch so einen Spruch reinsetzen. Wenn es einen stört, dass es im Gesicht ist, dann ist jetzt die Möglichkeit, das noch ein bisschen wegzutupfen. So, seht ihr, dann nimmt man noch ganz viel Farbe weg, bevor es trocknet. Die Möglichkeit besteht, man könnte die auch vorher auf einem Papier stempeln und dann eben die damit bekleben, also so wie so Masking Tape, das draufkleben und dann sind die überhaupt nicht mit den Spritzern voll. Aber ich finde, das ist jetzt ein schöner Hintergrund. Die Stempel sind relativ gut ausgemalt. Wie gesagt, ich bin da nicht so ein Profi darin. Ich denke, ich möchte hier noch ein bisschen mit Grün arbeiten. Hier fehlt mir irgendwie was. Aber ja, also man kann da wirklich sich mal ein bisschen ausprobieren und versuchen, mit den Farben ein bisschen zu spielen. Ich finde, das macht Spaß und dafür müssen es ja nicht unbedingt teure Stifte sein. Deswegen finde ich die ganz gut. Das ist jetzt auf jeden Fall eine Karte, die erstmal trocknen muss. Und wenn die dann getrocknet ist, dann machen wir noch einen schönen Stempelspruch drauf. Und dann haben wir eine fertige Karte, die wirklich sehr schnell ging, finde ich. Und Spaß macht. Also mir macht sowas Spaß. Jetzt mache ich noch eine mit diesen anderen Osterhasen in dem gleichen Stil und dann zeige ich euch die fertigen Karten. Jetzt mache ich es doch mit euch zusammen, weil jetzt ist mir so eine coole Idee gekommen und da dachte ich mir, dann würde ich es wieder bereuen, wenn ich es euch nicht zeige. Genau, was ich jetzt vorhabe, ist, die auf einen Hügel zu setzen und dann beobachten die quasi zusammen so ein Feuerwerk oder so. Das ist jetzt so meine Idee. Dafür male ich mir jetzt ja doch mit dem hellgrünen so eine Art Hügel, wo die drauf sitzen. Ich male das jetzt nur so grob an und schaue jetzt, dass ich das mit dem Pinsel alles wieder auflöse. Da muss man ja immer schnell sein bei diesen Stiften, dass man auch ja nicht das Gemalte dann erkennt. So, jetzt haben wir ja schon ein bisschen vorgemalt. Jetzt nehme ich mir den grünen Stift und da, wo die drauf sitzen, entsteht ja automatisch, also so denke ich, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier so ein Schatten entsteht. Dass es hier dunkler ist, weil die ja hier sitzen und dann geht der Schatten auch schon ein bisschen weiter, weil die beiden ja auch einen Schatten werfen. Deswegen mache ich das jetzt hier dunkler. Und werde jetzt mit dem grünen Stift so Grashalme versuchen nachzuahmen. Und die gehen bis in den Hügel rauf. Also einfach nur so Striche, ja? Ups, meine arme Matte. Genau, und dann nehme ich mir diesen grünen Stift und werde mir jetzt da einfach so ein bisschen was hier nehmen und dann einfach den Hügel damit ausmalen. Und es wäre sinnvoll gewesen, etwas drunter zu machen, so wie ich es normalerweise mache, wenn ich male. Sonst wird ja meine Bastelmatte wieder damit voll. Kann man ruhig ein bisschen mehr Wasser nehmen und dann einfach in diese Strichrichtung reingehen. Jetzt habe ich mir da was genommen, was ich hier so schön gemalt habe. Da kann man ja immer mal wieder reingehen. Noch mehr Gräser malen.
ich denke, es wäre auch ganz cool, da mit zwei Farben zu arbeiten, um diese Gräser zu malen. Also auch mit dieser grünen Gräser reinzumalen. Weil so male ich das aus, wenn ich mit Holzstiften male. Ich versuche da immer so ein bisschen Struktur reinzubringen. So, dann nehme ich mir wieder die Pinsel und gehe jetzt da so drüber. Auch ein bisschen mit Farbe. Also hier mit meiner angerührten Farbe. So, ich denke, das sieht doch schon sehr nach Hügel aus. Und was wir auch noch brauchen, ist einen Himmel. Das heißt, malen uns jetzt hier so einen Himmel. Ich glaube, wir brauchen gar kein Feuerwerk. Ich glaube, ich will die Karte so. Einfach nur, dass die beiden da sitzen und in den Himmel gucken. Das gefällt mir so schon sehr gut. Das sieht ja mega aus, oder? Schaut mal, was man für coole Sachen mit diesen Stiften machen kann. Schon einen mega Hintergrund jetzt gestaltet. Hier muss man immer ein bisschen aufpassen. Da gehe ich mir vielleicht einfach mit dem Pinsel jetzt in diese hellblaue Farbe rein und gehe dann hier so drüber, dass ich nicht so viel von dem Grünen jetzt auf meinem Pinsel habe, weil ich jetzt hier so drüber gehe. Nehme ich mir sicherheitshalber einfach mal ein bisschen Farbe mit. Kann man überhaupt ein bisschen mehr von dieser Farbe vielleicht noch mit reinbringen. Immer mal hier und da. Das Ganze dann wieder verblenden. Ich finde das total cool. Macht Spaß damit zu spielen, muss ich schon sagen. So, jetzt haben wir hier einen wunderschönen Hintergrund gestaltet. Könnte da auch noch ein bisschen mehr mit der Blau reingehen. Also vielleicht an und für sich mit dem Pinsel auf den Stift gehen und so ein bisschen Farbe reinbringen. Und dann wieder mit der Farbe hier so. Also voll cool, oder? Da kann man sich schöne Hintergründe machen. Gefällt mir richtig gut. So, ich finde, mein Himmel sieht schön aus. Vielleicht hier noch ein paar weiße Stellen, die man übermalen kann.
So, jetzt muss ich mir überlegen, in welcher Farbe ich denn meine Hasen möchte. Also ein Hase soll auf jeden Fall blau werden und einer eher rosa. Deswegen mache ich mir jetzt hier wieder blaue Farbe hin. Und das ist der falsche Pinsel, ich brauche den dünneren. Also was ich mir auf jeden Fall demnächst besorgen möchte, sind gescheite Pinsel. Weil diese vom Action sind echt schön, aber die geben immer so schnell nach und ich tue mich da ein bisschen schwer, schön damit zu malen. Vor allem jetzt beim Aquarellzeichnen merke ich das, dass ich mich da manchmal ein bisschen schwer tue damit, feine Linien zu machen oder so. So, dann haben wir jetzt den Hasen. Vielleicht will ich hier noch ein bisschen die Farbe ein bisschen heller. Ich meine schon. Ein paar Stellen gehe ich nochmal rein. Das finde ich ganz gut und dann machen wir das gleiche noch in rosa. Und wie kriegen wir jetzt eine rosa hin? Also ich versuche das jetzt mal mit der Rot. Indem ich die ganz, ganz hell mache. Ganz leicht mit der Lila misch. Wird, glaube ich, nicht wirklich eine rosa. Glaube ich schwer, aber das, damit male ich jetzt auf jeden Fall den Hasen aus mit der ganz leichten, dezenten Farbe. Ist echt nicht so einfach mit diesem Pinsel. So, und dann nehme ich mir die mehr von der Farbe und mache mir hier etwas Dunkleres hin. Die Naht ist auf jeden Fall dunkler. Und ich denke auch hier, wo die sich berühren, ist es ein bisschen dunkler. Dann nochmal mit Wasser so ein bisschen rüber. So, ich denke, das sieht doch ganz zuckersüß aus. Schaut euch das mal an. Oh, ich hoffe, ihr habt alles gesehen. Ich finde, das ist total niedlich geworden, oder?
Genau, das lasse ich jetzt alles trocknen. Da werde ich jetzt keine Sprenkel hinmachen. Ich finde, das sieht so, wie es ist, süß aus. Hier will ich vielleicht noch ein bisschen Gras hinmachen. So, ein bisschen. Genau. Dann lasse ich das trocknen und wenn es trocken ist, mache ich mir meine Stempelsprüche drauf und klebe es auf den Kartenrolling und dann zeige ich euch die fertigen Karten. Die Karten sind fertig. Ich habe natürlich die Stempelsprüche genommen, die ich mit auf diesem Stempelset auch, die ich zu den passenden Stempelsets auch hatte. Fangen wir mal mit dieser Karte an. Die haben wir ja als erstes zusammengestaltet. Ich finde, die ist total süß geworden und das kann man jetzt so deuten, wie man möchte. Also wir sind ein Dream Team, heißt ja hier der Spruch. Das ist natürlich super, wenn man das jemandem schenken möchte, mit dem man befreundet ist, mit dem man durch dick und dünn gehen kann oder ja, also das kann jetzt jeder sein und das ist jetzt nicht so typisch Ostern, finde ich. Man kann das aber an Ostern verschenken. Und was ich an dieser Karte halt so cool finde, ist, die ganzen Farbsprenkel sehen so aus, wie wenn so zwei Kinder was angestellt hätten und überall Farbe gespritzt hätten. Dieser hier freut sich total drüber und lacht und der andere guckt so, als ob er was angestellt hat. Aber wir sind ein Dreamteam, wir halten zusammen. Also ich finde das einfach total lustig und ja, mir gefällt die Karte und am allermeisten gefällt mir daran, dass es einfach war, es ging schnell und ich hatte Spaß dabei. Und ja, ich glaube, das ist das, was mir an diesen Stiften so gut gefällt, dass es einfach ist und man einfach probieren kann, rumexperimentieren kann und ich finde, es sieht schön aus. Und es war echt einfach. Die Karte, die finde ich ja noch krasser, wenn ich ehrlich bin, weil das war ja überhaupt keine Mühe. Einfach gezeichnet und ein bisschen mit dem Pinsel rübergehen. Und ich finde, die ist richtig schön geworden. Die sieht sehr, sehr gut aus. Und ich bin total zufrieden. Hier steht ja Hoppy Easter, also hoppelnde Ostern. Und Some Bunny Loves You. Bunny heißt ja Hase, also ein Häschen liebt dich. Und es das heißt ja normalerweise im Englischen somebody, also irgendjemand liebt dich, würde das dann heißen. Aber das ist ein Wortspiel und das finde ich total süß. Und es sieht echt cool aus. Also es hat was, solche Karten zu machen. Geht schnell und ist wirklich was Besonderes, weil es handbemalt ist und macht Spaß, muss man echt sagen. So, das war meine kleine Inspiration zu diesen neuen Stiften, die ich mir gekauft habe. Ich hoffe, ich hatte Spaß dabei, mir zuzugucken. Und ja, vielleicht bastelt. Vielleicht macht ja der eine oder andere auch so eine Karte. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr nicht, was ich sonst noch alles so bastel. Und ansonsten freue ich mich schon das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.